eine Knackmannstellung! Steck deine Oma! Was haben die dir denn gesagt? Ich hätte hier heute gewohnt. Ich darf immer gehen. Ich kaufe auch ein. Ich bin Schallaucher hier bei Rossmann. Und ich hätte hier heute gewohnt. Ich ergebe sie mal Schritte. Nee, können sie nicht. Das ist ja wohl der Gipfel der Frechheit. Ja. Ich habe auch 47 Jahre gearbeitet. Ja. Meine Steuer bezahlt. Ich habe mein Ding auf Fußboden. Ja. Ich bin Deutscher, ich bin 72 Jahre alt. Das ist ja wohl unnatürlich, nicht? Ja. Und was haben Sie dir vorgeworfen? Ich hätte hier Hausverbot. Das geht ja gar nicht. Ich sage, ich kann das Schritt nicht. Ich komme bei Rossmann und hier bei Indiger. Ich bin Schallau. Sagen Sie auch, die Direktive gar nicht. Ich bin gerne in dieser Gast. Okay. Ich kenne das wohl gar nicht. Sag mal, können wir uns deinen Namen aufschreiben? Ist Klaus Schriebe. Klaus mit K. Ja, sag ihn einfach, ich nehme das kurz auf. Ja? Ja. Weil ich bin am Mittwoch von meinem Anwalt und dann können wir das gleich mit verarbeiten. Ja? Das geht ja wohl nicht. So, sag bitte nochmal deinen Namen. Klaus mit K. Klaus Triebe. T-R-I-E-B-E. Klaus Triebe. Ja, und magst du deine Adresse mir sagen oder deine Telefonnummer? Nein, Telefonnummer habe ich nicht. Meine Adresse ist Jessenstraße. Frau Reuter ist die Beratungsstelle Hundi über mein Geld in Altena. Ja. Jessenstraße 31a. Ja. Da kriege ich mein Geld. Ja. Und wohnst du jetzt in Pigas auf dem Fußboden? Scheiße. Neuschitter Straße 31a. Ja, ja. Okay, wir machen hier eine Gruppe, die sich immer trifft. Ja. Lassen uns dann auch auf solche Auseinandersetzungen ein, weil es völlig illegal ist, was die hier machen. Es ist ein öffentlicher Platz. Es gibt ein verfassungsgerichtliches Urteil, dass die Öffentlichkeit immer frei ist. Ne? Okay, du, vielen Dank erstmal. Ja, ja. Und wir bleiben im Gespräch. Du. Klar, dass du kein Telefon hast. Nee, ich habe so ein Modell, bin ich nicht. Ja, ja, klar. Ich bin OFB. Ja.